Hallo, mein Name ist Michael Blaumoser von der Sicherheits- und Krisenmanagementberatung SIOS Consulting. Und im Rahmen unserer regelmäßigen Buchempfehlung stellen wir Ihnen heute das Buch vor mit dem spannenden Titel Profiling und Implikationen zur Identifikation von Attentätern und Terroristen. Übrigens, den Link zum Buch finden Sie wie immer auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit unserer Buchempfehlung. In diesem Video stellen wir Ihnen das Buch Achilles Heel – Profiling und Implikationen zur Identifikation von Attentätern und Terroristen von Mike Delta vor. Mike Delta ist das Pseudonym eines Sicherheitsexperten und Personenschützers, der in der Vergangenheit bereits verschiedene Werke zum Thema vorlegen konnte. Im aktuellen Band Achilles Heel – Profiling und Implikationen zur Identifikation von Attentätern und Terroristen widmet sich Mike Delta einem eng gefassten Gefährdungsbereich, dem des internationalen Terrorismus. Privatunternehmen wie Fluggesellschaften, deren Flugzeuge am 11. September 2001 entführt und als Waffe zum Massenmord genutzt wurden, vermögen den Terroristen wenig entgegenzusetzen. Nach diesem Datum haben verschiedene Nationen ihre Sicherheitsvorkehrungen überdacht und verbessert. Vermehrt kommt nun geschultes Personal bei der Überwachung öffentlicher Räume zum Einsatz. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Attentäter und Terroristen suchen jedoch genau danach, nach der Achillesferse im Sicherheitssystem. Dieses bekannte Bild von der Verletzlichkeit eines scheinbar unbesiegbaren Helden existiert in sehr vielen Kulturen und mag die Staaten daran erinnern, dass auch sie angreifbar sind. Am 11. September erhielten die USA stellvertretend für alle westlichen Länder die Bestätigung dafür. Nun kommen neue Methoden zum Einsatz. Erkenntnisse aus der Psychologie werden herangezogen und Sicherheitsfachkräfte auf neue Art und Weise geschult. Profiling als Terrorismusprophylaxe. Was gibt Mike Delta dem Leser dafür an die Hand? In zahlreichen überschaubaren Kapiteln beschreibt er Zusammenhänge, wie sie sich beispielsweise aus dem Aufbau des menschlichen Gehirns ergeben. Immer wieder bereichert er die Schilderungen mit Ereignissen aus der Vergangenheit, die sich so wie dargestellt ereignet haben. Wiederholt bezieht sich Mike Delta auf enttarnte oder ergriffene Terroristen und ihre Taten, wie zum Beispiel ein Brüderpaar, das quer durch Europa eine blutige Spur Menschenleben verachtender Gewalt hinterließ. Aus der Rekonstruktion ihres Vorgehens ergeben sich für Profiler und Sicherheitsexperten wertvolle Hinweise. Gleichzeitig wird deutlich, dass selbst die beste Organisation vor einem Selbstmordattentäter kaum zu schützen ist. Genau das ist eine mögliche Achillesferse. Vieles, was Mike Delta in seinem Buch vermittelt, ist Inhalt seiner Schulungen. Weit mehr besteht aus zurückliegenden Erfahrungen und aktueller Forschung. So bezieht er beispielsweise bei der Beschreibung der Vorgehensweise von Tätern auch die Quellen der Gegenseite ein, sofern diese dazu veröffentlicht hat. Insgesamt vermittelt Mike Delta ein umfassendes Werk von hoher Aktualität. Achilles Heel – Profiling und Implikationen zur Identifikation von Attentätern und Terroristen von Mike Delta ist eine lehrreiche Lektüre für angehende Sicherheitsfachleute und Personenschützer oder solche, die ihren Wissensstand aktualisieren möchten. Ebenfalls zu empfehlen für Schutzpersonen. Den Link zum Buch finden Sie wie immer unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Lesen!